Willkommen zurück zu einer weiteren Folge und zugleich auch die letzte Folge. Erstmal zu The Last of Us Part 2. Wir haben es wieder durch dann. Das ist jetzt das letzte Stück hier. Und dann haben wir es mal wieder geschafft. Und egal, wo wir hingehen, überall ist immer Chaos. Scheiße. Geh jetzt zum Strand. Alter, immer wieder aufs Neue sowas von übel. Ah, ja, mal Löff. Jeder sollte meinen, dass das hier Abby ist, aber sie ist es nicht. Ist nur eine Attrappe. Eine Falle von den Entwicklern. Denn das hier ist Abby. Das war der Fake-Leiche. Das ist schon eine echte Leiche. Aber man sollte halt meinen, dass sie es ist. Ich helfe dir. Ich helfe dir. Hinten liegen Boote. Ja, das Ganze mal so betrachtet, hat eigentlich Ellie am Ende hier sogar Abby und Liv das Leben gerettet. Wenn man bedenkt, wie es ausgeht. Digga, wenn die zwei zusammen kämpfen würden, also together als Team, ich glaube, dann hat kein Mensch mehr eine Chance. Das wird aber niemals passieren. Das wäre irgendwie ziemlich crazy. Andererseits wäre das aber geil, wenn zumindest mal so eine Szene kommt, wo die beide zusammenhalten müssen. Im dritten Teil. Das wäre schon krass, Alter. Oh.
Ich kann dich nicht gehen lassen. Ich mach da nicht mit. Nein. Ich kämpfe nicht gegen dich. Doch, das wirst du. Oh, komm, Eldi. Alter. Halt ihn heraus. Du hast ihn mit reingezogen. Okay. Digga. Yeah!
Jetzt hat sie auch noch das einzigste verloren, was sie noch von Joel hatte, und das ist das Gitarrespielen. Jetzt fehlt ihr ja zwei Finger. Oh, sieht das scheiße aus. Wäre sie doch nur auf der Scheißfarm geblieben. Und hätte diese Scheiße einfach hinter sich gelassen. Hätte sie das aber hinter sich gelassen, wären Abby und Lev gestorben. Wisst ihr, was ich jetzt meine? Sie hat eigentlich beiden das Leben gerettet, letztendlich. Bin mir ziemlich sicher, dass wir die alle wiedersehen werden. Also Ellie definitiv, ist ja schon bekannt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Abby und Lev auch wiedersehen werden. Safe. Es wäre zu schade, wenn sie wirklich die nicht mehr mit reinnehmen. Da ist auch so viel Potenzial, diese Geschichte weiterzuführen. Das kann auch lange nicht vorbei sein. Alles weg. Dina ist natürlich zurück nach Jackson gegangen. Ist alles weg. Ist wirklich nichts mehr da. Ja, außer ihr Zeug halt, ne? Bloß die Schallplatte mit ihrem Song, wo sie dazu getanzt haben. Funktioniert nicht mehr. Vielleicht, wenn sie es auf der anderen Seite probiert. Gewöhnungssache, aber vielleicht funktioniert es dann. Schwierig. Ah, Endszene. Joel. Hey. Was trinkst du da? Kaffee. Woher hast du den? Von den Leuten, die hier letzte Woche vorbeikamen. Oh.
Es ist mir etwas peinlich, was ich Ihnen dafür geben musste, aber... ist nicht schlecht. Ich hatte Seth unter Kontrolle. Ja, ich weiß. Und du musst aufhören, Jesse wegen meiner Patrouillen fertig zu machen. Okay. Dina. Seid ihr zwei ein Paar? Nein. Nein, sie... das war nur ein Kuss. Er hat nichts zu bedeuten. Sie hat... weiß nicht, warum sie das gemacht hat. Aber du magst sie. Ich bin so dumm. Pass auf, ich weiß nicht, was ihre Absichten sind, aber... sie könnte sich sehr glücklich schätzen, dich zu haben. Du bist so ein Arschloch. Digga, mein Herz. Ich versuche gar nicht. Ich hätte in diesem Krankenhaus sterben sollen. Mein Leben hätte einen scheiß Sinn gehabt. Aber das hast du mir genommen. Bester Spruch im ganzen Spiel jetzt, sah. Wenn ich von Gott eine zweite Chance für diesen Moment bekäme, würde ich es wieder genauso tun. Bravo, wirklich. Ich weiß nicht, ob ich dir das hier verzeihen kann. Aber ich würde es gern versuchen. Das war oh, Digga. Ich weiß noch das erste Mal, wo ich das gespielt habe und ich das gehört habe. Ich hab geflennt wie ein Mädchen. Ist jetzt noch immer noch Tränen in den Augen. Man sieht sich. Ja. Wenn wir jetzt mal überlegen, Dude, sie wollte es versuchen, ihn zu verzeihen. Und es ist nie dazu gekommen, weil er gestorben ist. Das macht das Ganze so fucking traurig. Ja, und das war's. Zu Ende. Erzähl mal nur noch, wie die gute Ellie alleine wegläuft. Wohin auch immer. Das werden wir dann höchstens in Teil 3 erleben. Wie dann ihre Geschichte weitergeht. Ich weiß nicht, ob sie zurück nach Jackson geht. Es sind so viele Fragen, die offen sind. Die wurden hier nie geklärt und deswegen bin ich unglaublich gespannt, wie die das im dritten Teil rüberbringen. Sie hat ja auch die Gitarre nicht mitgenommen. Was soll das symbolisieren, dass sie abgeschlossen hat in der Vergangenheit? Dass sie das alles hinter sich lässt. Ja, und da sehen wir nur noch, wie sie wegläuft. Geht sie nach Jackson zurück? Geht sie irgendwo komplett anderes hin? Das werden wir in Teil 3 erfahren.
genießen wir die Credits. Thank you.
Trying, sometimes you'll succeed to make this man of me. All my stolen, missing parts, I've no need for any more. 'Cause I believe, and I believe, 'cause I can see. I'll
future days, days of you and me. Back when I was feeling broken, I focused on a prayer. You came deep as in the ocean, did something out there here. All the complexities and games, no one wins, but somehow they still play. All the missing crooked hearts, they may die, but in us they live on. And I believe, and I believe, 'cause I can see our future days, days of you and me. When hurricanes and cyclones reach, when winds turn dirt to dust, when floods they came, tides they raced, ever closer became us. In all the promises at sundown, I met them like the rest. All the demons used to come round, grateful now they've left. So persistent in my ways, hey angel, I am here to stay. No resistance, no alarms, please, this is just too good to be gone. And I believe, and I believe, 'cause I can see our future days, days of you and me, you and me. It's just you and me. Tja, und da sind wir wieder an der Küste von Santa Barbara. Ja, Leute, das war Staffel 2. Ich habe sie jetzt neuerdings so gemacht, dass wir das dann wirklich in Staffeln aufteilen, denn ich werde es jedes Jahr gefühlt ein-, zweimal spielen, Let's Playen. Das heißt, wir werden das einfach immer in Staffeln kennzeichnen in den Titeln drin und es wird ein unendliches Let's Play. The Last of Us ist super und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn wir Teil 1 und 2 Let's Playen. Dann machen wir hier genau weiter. Natürlich wieder auf höchsten Schwierigkeitsgrad. Mal gucken, vielleicht mit anderen Einstellungen. Vielleicht lassen wir mal auch das HUD an und spielen Survivor nur. Ist ja dieselbe Schwierigkeit wie Erbarmungslos, nur dass bei dort halt noch der HUD und sowas dann ausgeschalten ist. Bei Survivor wäre der an. Man kann da ja so ein bisschen rumtüfteln. Das ist ja das Tolle bei Naughty Dog, die mit Barrierefreiheiten und sowas, die machen da echt coole Sachen immer. Und es ist ja kein Abschied. Wir sehen uns dann irgendwann wieder, wenn wir es wieder Let's Playen. Und natürlich, wenn irgendwann mal dann in den nächsten 2-3 Jahren, denke ich mal, schätze ich jetzt zumindest mal wirklich so ein Teil 3. Bedanke mich fürs Zuschauen. Es hat sehr viel Spaß wieder gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Voltgamer YouTube. Ciao.